Augenblick. Die Glasur macht man erst am Ende drauf? Ah, wird schon passen. Dad? Bist du fertig? Nicht ganz. Ich wollte nur mal wissen, wie viele Sternponys ich mir für $2 kaufen kann. Sternponys kosten $50, Kleines. Und? Wie viele kann ich kaufen? Keins, Spatz. Oh. Wenn ich mein Zoo komplett aufräume, gibst du mir dann genug für ein Sternpony? Ich gebe dir doch nicht $50, damit du dein Chaos aufräumst. Oh, wieso nicht? Weil ich dir eigentlich gar nichts bezahlen müsste. Du solltest es einfach tun. Aber warum sollte ich es tun? Weil du es einfach solltest. Warum sollte ich es einfach sollen? Ja, weil du den Rührer ablecken darfst. Ja! Fertig! Okay, hier bitte sehr. Endlich gehörst du mir. Hast du Hunger, mein kleines Eisbärchen? Nächster Halt, der Tierarzt. Vielen Dank. Die Bahn fährt los. Guten Morgen, Dr. Glenda. Wir haben heute einen stressigen Tag. Ein kranker Tiger und 6 schniefende Stinktiere. Das spricht sich schwer. Oh, und ein misslauniger Eisbär ist auch noch da. Oh, du musst dich einfach nur ein bisschen kitzeln. Guck, kitzel, kitzel. Siehst du? Was würden wir nur ohne dich machen, Glenda? Die Bahn fährt ein. Arbeiten, arbeiten. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann, Glenda. Die Bahn fährt los. Nächster Halt, Tagespflege. Danke. Poppy, deine Mom ist hier. Sie hat heute ganz viel Spaß gehabt. Oh, das ist mein großes Mädchen. Die Bahn fährt ein. Vielen Dank. Die Bahn fährt los. Schlaf, schlaf, schlaf. Was ist denn Charade? Ist ganz einfach, Muffin. Zuerst zieht man eine Karte. Aber die darfst du niemandem zeigen, alles klar? Okay. Dann musst du dir das Bild ansehen. Gut, ich hab's. Was ist auf der Karte? Nein, Muffin! Ah, ich will die Karte sehen. Oh, oh nein, Schätzchen. Wir dürfen uns die Karte nicht ansehen. Bluey versucht uns das Bild von der Karte vorzuspielen. Und wir raten, was es ist. Oh. Okay, bereit? Bereit! Adler! Nein. Oh, ist es vielleicht ein Buschhuhn? Ein Ibis! Eichhörnchen! Nein. Ein Kranich! Ein Huhn! Was meinst du, Socks? Ente! Ja! Hurra! Hurra! Mitgeraten, Bingo! Wusch! Ich bin dran! Ich will jetzt dran sein! Ich bin dran! Vielleicht guckst du lieber noch eine Runde zu, Schätzchen. Okay, Oma. Na los, Bingo, zieh eine Karte. Die ist richtig gut. Alle bereit? Ja. Bereit. Bingo, du musst jetzt Mom spielen, weil ihr euch so ähnlich seht. Ich gebe mein Bestes, damit ich nicht wieder alles kaputt mache. Machst du nicht. Los geht's. Das bin ich? Eines Tages... wartet kurz. Wie ist dein Nicht-Mom-Name? Chili. Oh ja. Eines Tages machte Chili einen schönen Spaziergang und, damals war sie noch keine Mom. Das waren die ganz alten Zeiten. Chili liebte es, Hockey zu spielen und, zu tanzen. Oh ja, und zu tanzen. Hm, ich bin ja eine gute Tänzerin. Aber sie war sehr, sehr einsam. Nein, war ich nicht. Genau, das war ich gar nicht. Doch, warst du. Dann traf sie... wo hast du Dad kennengelernt? Tja, das ist ein kleiner Streitpunkt. Aber sagen wir mal einfach, es war auf einer Party. In London. Wir werden verheiratet! Wir werden verheiratet! Wir werden verheiratet! Boop, 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 boop. Bitte fahrt um das Verkehrshütchen herum. Ich sagte, bitte um das Verkehrshütchen herumfahren. Oh, Ehemann, vielen Dank, dass du mich heute zu der Ballettaufführung mitgenommen hast. Immer gerne, Puppe. Ich tanze. Wundervoll. Ganz krass, Puppe. Bluey, der Samen fängt an zu wachsen. Muffin, Schätzchen, du kannst den Schutzkragen jetzt... Schöne Sonnenblume. Wir lieben dich. Bis dann, Bingo. Bis dann, Bluey. Wir sind Chili. Wir sehen uns, Kinder. Wir sehen uns Donnerstag. Bereit. Okay,
verehrte Damen und Herren, willkommen in unserem Zirkus. Unsere erste Attraktion des Tages wird... was soll denn die erste Attraktion sein? Ich habe eine Idee. Okay, dann sag du an. Unsere erste Attraktion ist ein Löwe, der durch einen Ring springt. Schön hüpfen, Löwe. Hol dir deine Belohnung. Nein, du bist ein gemeiner Löwenbändiger, weißt du noch? Oh ja, ganz vergessen. Spring schon, fauler Löwe. Ehemann, sei lieb zu deinem Löwen. Ich bin nicht dein Ehemann. Tada! Ja! Keine Belohnung für dich. Bluey, Mackenzie will überhaupt nicht mein Ehemann sein. Mackenzie, kannst du so tun, als ob du ihr Ehemann bist? Aber ich will das nicht. Tut mir leid, Coco, aber er will das nicht. Aber kannst du ihn nicht dazu zwingen? Nein. Genau, wenn er nicht will, dann kann Bluey ihn auch nicht zwingen. Okay. Ich krieg dich. Du hast gewonnen, Mackenzie. Toll. Machen wir noch ein Rennen? Ja. Soll ich euch vielleicht das Startsignal geben? Nein, danke, Oma. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, okay. Hey. Hey, Trixie, kann ich dir vielleicht helfen? Ach, so ein Quatsch. Setz dich hin und entspann dich. Oh, ich glaube, Omas sind überhaupt gar nicht gut im Entspannen. Vielleicht braucht dort drüben jemand meine Hilfe. Chloe, kannst du gucken, wie ich einen Handstand mache? Okay, Bingo. Aber du musst von Anfang bis zum Ende gucken. Ja, mach ich. Kannst loslegen, Chloe. Okay. Ja, das machen wir nochmal. Und war das nicht super? Oh, entschuldige, Bingo. Ich habe gerade gar nicht hingesehen. Ist schon okay. Ich habe es aber gesehen, Bingo. Du hast meinen Handstand gesehen? Ganz in echt? Ja, hab ich. Er war ganz toll. Das hast du wirklich richtig super gemacht. Kannst du nochmal zusehen? Oh, aber auf jeden Fall. Danke, Oma. Fast, schon fast. Du machst das ganz toll. Sind das Freudentränen, Mom? Ja, Freudentränen, Schätzchen. Ab diesem Tag habe ich mein eigenes Wettrennen gemacht. Wow, 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 ja, Bluey gewinnt! Gut gemacht, Judo, du kleines, schlaues Kind. Und hat Bluey denn jemals laufen gelernt? Ja, Schätzchen. Es war in der Küche. Warum wollte ich denn in der Küche loslaufen? Ich habe keine Ahnung, Schätzchen. Vielleicht wolltest du irgendwo unbedingt hin. Also ist bei dir angekommen, dass wir nachher kommen werden und dann auch den Baumstumpf da wegmachen werden? Ja, ist doch ganz klar. Denn es heißt Stumpf weg und das ist ein Stumpf. Ja klar, Stumpf weg. Okay, dann können wir endlich eröffnen. Hurra! Na? Das ist ganz wunderhübsch. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich sag doch, der Laden ist genau der richtige. Kommt bald wieder. Wir brauchen noch viel mehr Kunden. Dad, kannst du mal kurz unser Kunde sein? Nee, stumpf. Halt, oh, du hast ihn gleich raus. Du hast ihn gleich raus. Ja! Ja! Dann machen wir unsere Füße schön. Okay. Und, heute noch viel vor? Nein. Oh, das ist wirklich interessant. Hi. Oh, Hallöchen. Seid ihr für eine schöne Maniküre gekommen? Naja, nein, wir sind nicht für eine Maniküre gekommen. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Alles klar, du darfst dreimal den Tanzalarm auslösen, Bingo. Und dann war's das. Okay. Der Hund ist grün, kommt. Oh, Bingo, das ist Musik. Lösen wir bei Mom den Tanzalarm aus? Ja, okay. Schon dabei. Tanzalarm! Schnell, weg hier, Kinder. Ihr kennt die gar nicht. Bandit! Wow, lass es krachen, Chili! Grüß dich, Wendy! Das war so winzig. Du hast es noch drauf, Babe. Du bist auch noch dran. Bluey, den nächsten Tanzalarm darf dann aber ich ganz allein auslösen. In Ordnung? Nicht du. Okay.
Löst du den Tanzalarm gleich hier drin aus, Bingo? Nein, ich heb ihn mir für einen ganz besonderen Ort auf. Außerdem ist hier gar keine Musik. Oh, richtig. Ach, wie traurig.